So. Ja, wir haben ein kleines Problem. Ja, die folgenden Folgen, die ihr jetzt seht, die sind. Das waren eigentlich nur die aus deiner Sicht aufgenommen sind, ne? Genau, Die das sind zwei. jetzt die zwei. Also. Da ist bei mir die Sprachaufnahme leider abhanden gekommen, weil Audacity Probleme hatte und abgestürzt ist. Und deswegen heute nur mich. Genau, also bitte nicht wundern, bei den nächsten Aufnahmen wird es wieder hoffentlich ganz normal laufen und ja. Jo, Das also. wollten wir euch eigentlich nur sagen, nicht, dass ihr euch wundert. Wir konnten die auch nicht mehr irgendwie zurückholen. Die war komplett tot, Genau. die Aufnahme. Da kommt man gar nichts mehr mit anfangen. So, und genau aus dem Grund haben wir das jetzt hier. Also die Folge, die ihr jetzt seht und die nächste oder die vorherige, kommt drauf an, welche Folge ihr gerade anschaut, Richtig. ist ohne Michaels Ton. Beziehungsweise vielleicht hört man ihn ja ein bisschen aus meinem Mikro. Im So, Hintergrund so ja, ganz minimal, aber ich aber glaube mal nur nicht. minimal. Ja. Also. Die Hauptstimme bin ich und sonst ist nur noch Minecraft-Sound und Musik. Genau. Ich Also hoffe. nicht sauer sein, die nächsten Videos werden zu 99%, sagen wir mal so, wenn nicht wieder so ein Mist passiert, werden sie wieder ganz normal ablaufen mit Jo. unseren beiden Stimmen. Und da würde ich sagen, wünschen wir euch dennoch Spaß mit den beiden Folgen. Genau. Bis dann. Ja, wieder zurück. Bei Feed the Beast. Wir stehen hier vor dem geheimnisvollen Drecktempel. Genau, den habe ich vorhin, beziehungsweise in der letzten Folge entdeckt. Jo, Und jetzt haben wir uns gedacht, wir erkunden den mal. dort hinten ist unser Zuhause. Also es ist nicht so weit, wenn man das jetzt hier. Ich kann ja mal ein bisschen in die Richtung fliegen, um das den Leuten zu zeigen, weil du hast zwar letztes Mal aufgenommen, aber trotzdem nochmal hier so. Da sieht man diesen. Da sieht man diesen blauen Baum. Da sieht man noch einen großen Baum. Hier sind unsere beiden, genau, Turtle-Löcher. Also so weit ist es nicht. Quasi fast um die Ecke. Und das Ganze werden wir jetzt mal erforschen. Und bevor du jetzt reingehst, ich würde dir raten, aufzupassen, solche Tempel, also ich habe selbst noch keinen von denen gesehen. Die enthalten gerne Fallen. Also, aber den Moosstein möchte ich mitnehmen. Und man hört schon Zombies. Ah, guck mal, da läuft schon einer. Und ein Skelett. So, komm her. Oh, guck mal, da ist so ein Nitor-Teil. Das macht relativ viel Schaden, da muss er aufpassen. Aua, 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 ich bin gleich down. Das fliegt so rum und blinkt. Das ist gerade auf mich fixiert, so wie ich es. Oh, Entschuldigung. Ja, mach den. Ich werde jetzt kurz mal draußen und das Leben regenerieren. Oh ja, stimmt, du hast noch weniger als ich. Ja. Hast du das Ding irgendwie gekillt? Ja, du musst halt draufschlagen. So wie ich das jetzt mit. Also, ich habe ihm Schaden gemacht, anscheinend. Wo wir hier Fackeln hinsetzen. Oh, da kommt gleich ein Skelett raus. Das ist auf mich fixiert. Haut drauf. Nice. Schön. Gleich mal ein Schwein dabei killen. So, ich habe die Hälfte an Leben. Ich trau mich rein. Na komm, geh down, geh down, geh down. Oh, ich hab's down. Aber der Zombie hat mich down. Warte. Du brauchst meine Sachen nicht aufheben. Ich bin sofort da. Du musst dich einfach nur beschützen. Also ich habe dieses. Zombie mit Maske. Und Schwert. Ach so, mit. Ach, der hat. Nee, mein Eisenhelm kann es. Kann sein, dass du mein Zeug. Ey, der Longbow-Boot angehabt. Oh, hast du die wieder? Ich habe ein Jetpack, Longbow-Boot und Eisenhelm Dann eingesetzt. hat er mein Zeug aufgenommen. Das machen Zombies auch gerne. Wenn sie jemanden getötet haben, beziehungsweise wenn da halt Zeug liegt und sie drüber laufen, nehmen sie es auch gerne auf. Wäre nicht schlecht, wenn du mir die Dinge da jetzt hinwirfst, weil ich bin sofort da. Ja, kommt gerade. Zombie mit der Spitzhacke. Von dir. Ja, wenn ich Pech habe, bringe ich ein Skelett mit, also muss man aufpassen. Wir haben ja gerade nachts. Aber ich glaube, ich war schneller. So, Spitzhacke, meine. Hier, alles meins und wieder raus. Oh, vielen Dank. Mein Schwert hast du nicht, oder? Nee. Verdammt, dann muss das wohl verloren gegangen sein. Aber ich habe jetzt gerade nichts, um den Schwert zu machen. Oh Gott, guck dir das da unten an.
Ich habe einen Bogen, ich kann zwei Pfeile abfeuern. Achtung, hilfst du mir? Skelett! Boah, Spinne! Spinne draußen bei dir? Alter! Ich glaube, die Viecher mit der Spitzhacke zusammen. Ah, hier geht eine Treppe nach oben. Ja, nee, das kannst du aber vergessen hier. Dass die hier hochlaufen. Nee, so nicht. Nicht mit mir. Also, ich habe mein Jetpack wieder. Ich habe nur leider kein Schwert. Ich würde sagen, wir gehen mal... Oder wir fliegen mal nach Hause. Gehen. Ja, egal. Dann laufen wir halt. Ich habe keine Ahnung, also ich habe unten, hast du eigentlich reingeschaut unten? Ja, ja, also sind zwei Kisten. Genau, und an der Seite sind Spawner. Ich weiß nicht, ob wir die Spawner da lassen sollen oder ob wir die zerstören sollen. Ja, weil man kann sich auch eine Portal Gun basteln, mit der man die dann mitnehmen kann. Und ich habe eine Wispy Essence bekommen. Ich weiß nicht, wozu die gut ist. Das ist wahrscheinlich wieder irgend so ein Zauberzeug. Ah. Wahrscheinlich durch dieses Teil, was ich da getötet habe. Ich glaube mal, dass das Ding Nitor genannt wird. Aber ich weiß es nicht wirklich. Wo bist du? Ah ja. Und ab ins Bett. Ja, dann mach das. Ich muss mir ein Schwert bauen. Mein Schwert ging irgendwie abhanden. Ich bin ja zweimal gestorben in den letzten Aufnahmen. Bin einfach zu übermütig. Was kann ich dafür, wenn ich da reinstürme und dieses Ding wirklich töte und dann kommt von hinten ein Zombie rein? Rundum das ganze Ding wegbauen. Wo das Licht reinkommt. Wir könnten oben die Decke zumindest. Ich brauche Holz. Wieso? Kannst du auch einfach reinhauen. Ich habe die Lava alle schon reingehauen. Also alles schon drin? Ja. Halt, ich muss meinen Philosophenstein. Zack. Wir haben übrigens vergessen, die Uhr zu stellen. Könntest du mal kurz auf Dings. Ja, ich schau mal. Auf der. Genau, bei der Audacity-Aufnahme reinschauen. Ah ja, haben wir noch wenig Zeit. So. Hier habe ich die reingepackt. Immer noch ein Flash. Da packe ich die Sticks mit rein. Gold haben wir jetzt 28. Nice. Oh, okay. Hast du jetzt Turtle leer gemacht? Ach, nee. Ich habe ja unten noch das Gold mitgenommen, was ich gesehen hatte. So, und du kannst dein Jetpack eigentlich so gut wie rausnehmen. Dann lege ich meins nochmal schnell rein. Warte ich bis 20.000 EU und dann können wir wieder losfliegen. Ich würde gerne wissen, was das ist. Wispy Essence. Das lege ich mal hier so in die Kiste mit rein. So. Und wieder auf dem Weg dahin. Mit neuem Schwert. Und danach. Ah, was. Verdammt, ich brauche was zu essen. Hast du mein Schweinefleisch aufgenommen? Nee, hast du nicht. Nee, ich habe nur mal. Muss ich mir jetzt was zu essen suchen hier? Hier haben wir einen Apfel, hier haben wir Melonen. Das reicht erstmal, würde ich sagen. Hier haben wir auch noch ein paar Melonen. Jo. Also ernähre ich mich halt erstmal von Melonen. Jo. Das stimmt allerdings. Können wir, wenn da oben Licht reinschalten, ne? Aber haben die nämlich das Problem, dass die alle down gehen.
Kann sein, ja. Wenn sie gespawnt werden. Naja, wenn sie gespawnt werden, dann eigentlich nicht, weil die Spawner sind unten seitlich versteckt unter der Steindecke. Die müssten wir dann auch noch wegmachen. Mal schauen. Ich habe auf jeden Fall ein paar Fackeln dabei. Also wir können die Spawner auch, ja, genau. Ah, du warst schon oben weg. Sehr gut. Ah, fuck, da ist Stein runter. Hm, ja. Hast du keinen Spitzhacke dabei? Doch, ne? Doch, doch. Wie siehst du? Wir müssen ja erst mal die Erde da drunter weg, oder? Weg. Das soll doch kein Problem sein. Ich glaube, das reicht jetzt vom Radius her, von der Fläche. Fang ich schon mal bei hier. Ah, guck mal an hier. Der eine fängt schon Feuer. Guck mal, der andere eine Lederrüstung an, da unten. So, ich würde sagen, das reicht. Das Skelett versucht mich abzuschießen, stirbt dabei aber. Ja, ich gehe mal hier so wieder in den Mittelraum. Da ist ja erstmal nichts los. Okay, hier ist auch kaum was los. Ich sehe hier nur diesen einen Villager-Zombie und noch einen mit Lederrüstung. Also ich lege mal die Dings so lang lahm, zack, Skelett-Spawner lahmgelegt. Ich bin schon drin. So, und hau den Zombie weg. Nice. Alles lahmgelegt jetzt? Es sind sogar drei Kisten hier. Da unten ist mein Schwert. Komm mal runter. Oh, Alter, guck mal. Bronze-Leggings. Ein Stahlschwert und Stahlschuhe. Paumium in... Eine Seite. Papier. Amber Ruby. Knowledge Fragment. Ah, ich habe ein Projektil Protection 3 Buch. Oder du, was ist das? Ja, habe ich dir gerade rausgekauft. Ja, macht doch nichts. Das ist ja sowieso für uns. Natürlich. Natürlich. Immer gleich mitnehmen. Ey, hier, Leiter. Mitnehmen. Ja, genau. Na, egal. Ich hab's jetzt benutzt, um rauszukommen. Ja, ich weiß, du hast Jetpack. So, ich weiß nicht, was wir jetzt damit machen. Ich würde sagen, die Spawner lassen wir erstmal da drin. Ja. Und dann gucken, vielleicht, wenn wir irgendwann mal eine Portalgang haben. Genau. Dann anfangen, die mitzunehmen. Jetzt erstmal das Zeug nach Hause bringen. Ich glaube, ich gehe in die falsche Richtung. Mir hinterher. Ah, ne, hier, doch. Ich war schon fast richtig. Ach, du fährst schon richtig? Ich war schon fast richtig. Du warst. Ja. Auch schön hier. Ja, auf jeden Fall. Also, ein ja, schönes Ding finden. Schöne Rohstoffe, die wir sonst bestimmt nicht so schnell gekriegt hätten, oder? Ja, ein Stahlschwert und Stahlschuhe. Ah, war bei in deiner Erinnerung. Ja. Und Bronze, eine Bronzehose. Bronzene. Ich würde sagen, wir stellen. Warte. Hier mal eine Kiste hin. Da packen wir das Zeug rein, was wir gefunden haben. Ah, hier. Ember, ja gut, die ganzen normalen Rohstoffe, die da mit drin waren, die können wir zu den anderen dazu packen. Paumium. Soll das sein? Ich hab keine Ahnung. Ah! Was hast du jetzt gemacht? Erstmal mit dem Bogen schießen. Ah, das ist hier so eine Seite fürs Zaubern. Ich habe leider keine Ahnung, was man damit macht. Beziehungsweise wie man damit zaubert. Thaumium ist für. Ist glaube ich auch fürs Zaubern. Damit kannst du dir auch bessere Dinger machen hier. Bessere Werkzeuge oder Waffen, glaube ich. Also man könnte hiermit glaube ich eine Thaumium
Spitzhacke machen oder Schwert oder Schaufel, was auch immer. Glaube ich zumindest. Zack, 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 zack. Hier das Zeug ein bisschen sortieren. Hier ein bisschen mal das Zeug sortiert. Was an anderen Kisten rumliegt. Hier ist noch Gold. Das müssen wir auch noch in den Ofen hauen. Dann haben wir jetzt wieder zwei mehr. Medium. Auch gleich reinhauen. Hier haben wir nur Stein. Haben wir hier irgendwie Zeugs? Nicht wirklich. Noch mehr Aluminium. Rein damit und rein damit. Eisen, ich weiß nicht, was man damit macht. Kupfer und noch mehr Aluminium. Cool. Zack. Ja, perfekt. So, ich schau mal rüber zu den Turtles. Wir sind gerade bei 14 Minuten, da kann ich mal kurz da hinschauen. Ja, mach das. So, die eine ist stehen geblieben. Ganz nett. Ah ja, okay. Ist nicht, hat keinen Treibstoff mehr gehabt. Gut, wie sieht's aus mit Kiste oder so? Oder hat mir das, hat die mir das Zeug einfach nur so irgendwie dahingeschmissen? Anscheinend hatte ich das Zeug gar nicht. Ja, sehr gut. Ah, guck mal hier, die andere hat es mir hingeschmissen. Oh, die arbeitet nochmal. Oi, oi, oi. Die hat einen Gast da unten. Und ich habe einen Bogen. Bleibst du stehen? Hehe, erwischt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Redstone ist immer gut. Kann man kurz mitnehmen. Oh, Alter, ist ja dunkel. Naja, ab raus, ab ins Bett und danach. Naja, ist Nacht. Oder was haben wir nicht gemerkt? Ich will den ganzen. Wir haben schon wieder den ganzen Tag damit verplempert, da drüben dieses Ding zu erkunden. So, und dann würde ich sagen, lege ich mich auch ins Bett. Und man sieht sich. Und man sieht sich in der nächsten Folge. Und natürlich, damit ihr das Ganze besser verfolgen könnt, abonnieren, dann wird euch jedes Video angezeigt, was wir so hochladen. Bis dann. Ciao.